Jo, dann lass uns mal zu Hope County. Wollen wir da? Ja, da haben wir noch einen Sprungpunkt. Nee, also in Johns Region haben wir zwar noch immer noch 5 Aufträge, die nicht abgeschlossen haben, aber ich sage ja, die werden bestimmt hier übergreifend sein, weißt? Davor ist noch ein Außenposten, Lorna's Truck Stop. Ich werde mal markieren, dann werden wir uns den ja auch mal einheimsen, ne? Während wir da unterwegs sind. So. Hier war noch ein Ja, da Feuerzeug für die Zuschauer nur zu erwähnen. fahren wir genau vorbei. Ja, eben fahren, laufen oder was? Da fahren. Das Sind da ist ja nur nur wirklich über 900 Meter. zu dem was? Zu Zu den, dem Lorna Truck ja, Stop. zu den Ja, gut, ja. Außenposten, genau. Weil liegt ja auf dem Gut. Weg, dann werden wir nur noch mitnehmen. Dann können wir uns um das Gefängnis kümmern. Sollten wir ja eigentlich schon von Anfang an machen, aber. Och nö. Wie lassen wir denn nicht vorschreiben, was wir machen sollen? Eben. Wir doch nicht. Wir können doch einen Traktor nehmen. Sonst läufst du auch mal so gerne. Ja. Also laufen wir jetzt auch. Gut, Natürlich wir nicht mit laufen. zu dick. Du weißt, zwischendurch noch was finden, Geld verdienen, was abschlachten. Sind wir schon in der neuen Region? Weiß nicht, ich glaube nicht, ne? Dann würde er Ist bestimmt. knapp davor. Ja, ich denke mal, dann würde er auch ankommen, angezeigt kriegen, neue Region entdeckt oder so was. Ey, du Wahnsinn, der fährst du hier umher. Hier unten sind lauter Leichen. Achso, ja. Ist unsere. Na gut. Mal ein bisschen laufen. Sonst sind wir morgen noch nicht da. Oh. Tierchen. Tierchen. Ach, da unten. Jo. Ich kann mal ein bisschen was. Langsam. Weitück. Zwei Tücken. Weitück. Weitück. So, jetzt ist Face-Region. Wo ist der zweite? Hallo, wo bist du? Da ist er doch. Ja, Hier. Wo das ich habe ich schon, stehe mit dem Hund. das habe ich schon geplündert. Und die dann noch Der nicht. andere ist weiter vorne hier. Ah ja, stimmt. Ja, den habe ich. Der. Ja. Manchmal sind sie auch schlecht zu sehen, wenn sie hier so liegen, ne? Ja. Hier läuft ein Informant umher, oder war das gerade? Oh, Alter, komm. So, warte, da unten ist ein Informant, den werden wir erst abgestangen. Zwecks neue Aufträge und so, ne? Hey, Jung. Meine Freundin sagt, die Sekte stellt seit Jahren Drogen in der alten Brauerei her. Zuerst war ich skeptisch, aber mittlerweile glaube ich, sie könnte recht haben. Ah, Weißling Beaver Brauerei haben wir uns aufgedeckt. Aber wir gehen jetzt zum Außenposten. Das sieht mir hier so nach einem Geisterhaus aus. Jo. Da fehlt uns ja noch die Aufnahme vom Geisterhaus, ne? Die fehlen uns noch. Ja, die hatte Aber ich das noch. ist nicht das Geisterhaus. Ah Nee? doch, das ist da hier, es ist doch dieses Geisterhaus. Ja. Naja, die hatte ich ja aus Versehen gelöscht gehabt. Deswegen, Ja. ich geh mal durch alleine. Ja, gut, ja. Passiert ja nicht viel. Nee. Gut, jetzt ist der Show-Effekt ist weg, ne? Es kommt keine Geister mehr, die hier auftauchen. Kommt keine mehr? Nö. Ne, weil sie abgeschlossen haben, ne? Ja. War ja auch ein Präper-Versteck und das. Kannst du ja, Laie, nee, hier taucht nichts mehr auf. Das ist schade. Und Primärverstecke kannst du nicht wiederholen mehr.
Naja, was soll's. Schade für die Zuschauer, dass das leider jetzt weg ist. Das Video. Muss ich irgendwie durch oder was? Komm nicht mehr da raus. Muss ich die Bude wegsprengen oder was? Damit ich dich da rausholen kann. Nee, ich muss wieder zurückgehen. Hier klingelt ein Telefon die ganze Zeit. Aber gehört bestimmt zur Requisite. Warte, ich komm wieder raus. Nee, der weitere Zugang ist gesperrt. Bestimmt, weil, wie gesagt, das Treppenfechter ja schon gemacht haben. Und nochmal machen kann man es ja nicht. Naja, gut. So. Hier, da liegen zwei, da kann man als Fell nehmen. Ein Wolf und eine Dings. Ja, ich weiß, dass da ein Wolf da ist. Noch ein Prepper ist er hier noch. Barmann. Prepper ist schön. Peggy. Ja. Schweinehund von Peggy, so. Die strauchen hier umher. In der Ferne ist schon die große Statue zu sehen von John. Das ist nur mal springen. Ja, ich denke mal, da werden wir noch früh genug hinkommen. Oh, hier kann man angeln, glaube ich. Oh wie. Oh wie, oh je, oh je, oh je. Ich habe es Angeln bei mir noch nicht reingestellt. Mit Absicht, ne? Ja. Ja, da musst du halt zuschauen, wie ich angeln. Ja, genau, ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Olaf macht das Angeln nicht. Nee, ist langweilig. Ja, aber hier so mal im Spiel kann man es ja mal machen. Ja, Boomer, alles kleine. Hä? Hat doch gerade jemand gehört hier. Oh, da steht jemand. Das ist die Face. Das ist die Face. Ach so. Und es ist bloß eine Illusion. Aha. Hey, hui, hui, sagt sie. Hui, hui. Komm, komm her. Komm, tanzen. Ist er? Ja. Uff. Ah, das kann ja was werden. Wenn die Feinde aufschließt. Ja, teilweise. Und das sind die Felder, die weißen Blumen, ne? Das weißt du noch. Ah, oh, auch schon wieder so lange her. Da ist Missionsgeberin, die da arbeitet. Boomer, greif mal an. Mach du mal. Auf den Boden, runter! Bitte. Das Gefängnis ist der letzte sichere Ort in diesem gesamten Gebiet. Die würden sich mordsmäßig freuen, dein Gesicht zu sehen. Bis dahin. Gut, dann gehen wir doch mal hin. Warte, den Pfad der Sekte als Mensch. Doch wenn man ans Ziel kommt, ist man eine dieser grauenhaften Kreaturen geworden. Ja, nee, da hat nichts weiter zu sagen. Ach, sie ist auch noch hier, warte. Du bist ein Außenseiter. Jeder weiß, dass es im Kings... Jeder weiß. Oh, rede doch mal. Jeder weiß, dass es im King's Hot Springs Hotel spukt. Und jetzt foltert die Sekte da Leute. Ich hoffe, die Geister kümmern sich für uns um die Peggys. So, King's Hot Springs Hotel freigeschaltet. Jetzt kommen wir uns mal um die Außenposten kümmern. Raus aus dem Drogenfeld hier. 271 hier. Leise sein, nicht so laut ankündigen, weißt du, boom, boom. Ja, es kann nicht laufen. Nö. Ja. Überhaupt nicht laufen. Zählt ja auch nicht dazu, ne, die Blitzvorräte zerstören. Nö. Nee, es zählt an, wie sie nicht dazu. Oh, da ist jemand noch. Feuer, Feuer!
kannst auch durch die Pflanzen schießen, ne? Ja. Habe ich gerade festgestellt. Lass mal liegen. Wir gehen mal zum Außenposten. Raus aus dem Feld hier. Die haben zwei Alarme. Erstmal gucken. Wobei Alarm ist ja Alarm. Ist ja egal. Ist ja egal. Eben. Vollkommen ist legal. Ist eigentlich nur interessant, für, wenn man alleine spielt, ne? Ja. Hier ist noch ein Wolf. Da ist mein Wolf raus, genau. Aber Alarm ist aus. Ja, und vor allen Dingen auf was? Auf uns, würde ich mal sagen. Nö. Der schießt auf uns da oben, da hätten wir irgendwo. Jo. Jo, Baby, kein Alarm ausgelöst. Schön, schön, schön. Gut. Gut, da kommen unsere Verbündeten. Oh, wir haben schön was vernichtet bei der Ollen. Ich sehe dich suchen, aber du wirst verloren. Ja, ja, ja. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück Kamelkäse. Der Vater war der Erste. Ja, erstmal abgucken und dann einkaufen. Sonst kochen wir so umsonst ein, weißt du? Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschmiert. Es ist eine Welt, die gibt. Und die Welt. Also mit dem kann ich nicht reden, du musst da rein. Das steht an hier, wo ich raus bin. Ich brauche einen Fahrer. Diese Peggys haben unseren ganzen Sprit gestohlen. Sie haben die Vorräte abgepumpt und damit ihre Tanklaster befüllt. Also musst du für uns einen stehlen und hierher zurückbringen. Ich habe gerade erfahren, dass einer beim alten Diner steht. Die Straße runter. Für einen Wiederaufbau müssen die Zapfsäulen funktionieren. Die können wir sorgen machen, für die Sicherheit der Raststätte. Du bringst uns das ehrliche Benzin. Wenn hier gleich in der Nähe ist. Hm? Ach, jetzt kommt der Ding. So, oh Gott. Du. Ja, geh halt mal weg, Kumpel, hier. So, jetzt mal alles aufsammeln hier, was noch ist. Glaubt ihr nichts? Probier's aus! In dem Spiel kannst du deine eigenen Level erstellen. Ich habe ein echt tolles Fisch gestochen und Smoker gebaut. Als nächstes Elf. Sei vorsichtig da draußen. Ich habe gehört, der Kult Manus wird gemeint, Freunde nehmen. Bei Edens Kloster hat alles angefangen. Da haben sie die Leute umerzogen. Und jetzt machen sie Angels aus ihnen. Wir müssen den Laden dicht machen. Ich könnte das Spiel den ganzen Tag spielen. Da wollte ich jetzt gar nicht hoch, oder? So viel ist hier gar nicht zum Einsammeln, ne? Nee, ich habe auch schon gesucht. Ich habe bloß ein paar Dinge gefunden. Ja, Öl hat mir voll noch angezeigt. In dem Spiel kannst du deine eigenen Level erstellen. Ach hier, okay. Werner Schatz, falls du noch was von dem Lottogeld rumliegen hast, nimm es und hau ab. Irgendwas hat die Peggys richtig sauer gemacht und sie laufen amok. Du musst fliehen. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Na gut, ich fülle jetzt nochmal eine Munition auf und dann wir uns um den Trag kümmern, ne? Mhm. Wo ist der Truck? 396 Meter.
Foltern. Erreiche den Ort. Foltern. Was ist das? Na gut. Also bis jetzt sind wir noch nicht beim Gefängnis von Hope County. Nee, weil wir denn ja auch nicht. Weil ich wollte jetzt. Also wir wollen zu dem Foltern hin, ne? Jo, machen wir als nächstes den Hope County. Ja. Das Gefängnis. So. 358 Meter. Also, Gimme. Spezialmunition. Bist du fertig? Ja. Hast du. Karte. Ist hier was zum Kaufen? Ja, hier ist er. Da ist er. Ja. Hier ist er. Genau. Munition voll. Gegenstände. Kostenloser Ratschlag. Pass hier auf dich auf. Hast du irgendwas anderes markiert oder war ich da? Abbrechen. Na ja, oben das markiert. Achso, nee, war ich gerade irgendwie mit dem Karten ziehen. So, gut. Wenn du bereit bist, dann können wir. Willst du mal was reißen? Dann schick mal das Spiel hier. 5, jawohl. Warte mal. LMG-Munition, da habe ich 80. Schrotkugeln brauche ich an und für sich nicht. Gut. Pfeile. Dann können wir für Granatwerfer. Streurakete, nicht steuern. Dann Streurakete brauche ich auch nicht. So, na gut. Muss man das jedes Mal umschalten für die Waffen? Eigentlich nicht. Doch, panzerbrechende Munition wieder drin. Da habe ich Gewehrmunition drin. Ja, am besten wäre, wenn man mal gleich nach dem Kauf erstmal reinguckt, weißt du. Ah. So. Wir müssen von der Straße fernhalten. Dö. Ach, Boomer, alles klar, hier ist nichts. Ist nichts, Boomer? Hat das Herrchen gesagt, hier ist nichts? Jetzt seid ihr schon im Gebirge wieder. Wo ist der Olaf denn schon wieder? Ich bin nirgends. Ich bin immer noch in dem Ding drin. Achtung, von rechts ist der Feind irgendwo. Ja, das ist für mich ganz schön weit weg, wo du denkst. Ah. Ja, ich bin schon langsam vorgegangen. Nach ein paar Kniebeugen habe ich dann zuvor gehabt, noch länger zu warten, weißt du? Also, ja. Das muss schneller gehen. Ganz schön weit weg ist nicht richtig, ganz schön weit weg. Ja, ich sehe es mich, Mädchen, ich befreie dich. Genau. Nee, das war wieder ein Wunschding. Eine Blissding. Willkommen im Bliss. Ja, willkommen im Bliss. Hallo. Du Verrückte. Ja. Sie passt zu uns, wir sind genauso verrückt. Oh, was nun? Owe. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und sieh, ein falles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Offenbarung des Johannes. Ja, ich sah ja, die Kirche hat immer so... Ich weiß, du kennst Geschichten über mich. Was? Ja, jetzt hör doch mal auf, mit deinem Blismi ins Gesicht zu pusten. Dass ich den Geist der Menschen vergifte. Vergiftest du auch? Tja. Ich erzähle dir eine andere Geschichte. Eine wahre Geschichte. Eine wahre Geschichte. Na dann erzähl mal. Es war einmal eine junge Frau. Aha. Die von ihrer Gemeinde verstoßen worden war.
gemobbt von ihren Freunden. Missbraucht von der Familie. Sie nahm eine Nadel zur Hilfe. Sie war ganz allein. Sie wollte sterben. Und dann traf sie den Vater. Und nahm Drogen. Ja, ja. Hey, komm. Er gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Der Vater zeigte ihr, wie besonders sie war, so voller Liebe und Leben. Er gab ihr eine neue Familie, die sie akzeptierte, so wie sie war. Das bist du, ne? Danach wollte die junge Frau nicht mehr sterben. Ihr Leben hat Wiedersehen. Fliegen wir jetzt auch? Mhm. Machen wir jetzt einen auf Peter Pan. Eines Tages brachte der Vater sich hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben. Die junge Frau, die jetzt wieder leben wollte, hatte Angst. Hatte Angst? Oh. Der Vater sagte ihr, dass dies ihre Prüfung sei. Er würde an sie glauben, wenn sie auch an ihn glaubte. Also schloss sie die Augen und sprang. Der Vater hielt sein Wort. Oh, wo sind wir jetzt? Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Hm. Ist das nicht der Typ vom Anfang hier, der US-Marshall? Ja, ne? Folge dem Pfad. Nein, der hat einen Schmetterling auf der Schulter. Ey! Stehen wir jetzt auch da oben drauf irgendwo? Ja. Du musst glauben. Lass los. Du musst glauben, du kannst fliegen, ja. Jo, wir stehen Flieg hier selber. Bei, wir stehen beim Pate. Wir stehen jetzt hier bei ihm auf dem Buch hier. Geht nur nach vorne, geht nur nach vorne. Lass dich von deinem Glauben leiten. Spring. Spring. Nimm das Wort des Vaters in deinem Herzen auf. Sollen wir? Wollen wir? Olaf macht schon. Ja, ich hab ein Wingsuit. Ja, ich auch. Ich gebe dir ein Ziel. Aber ich befreie dich. Oh. Kannst du nicht aufmachen, ne? Platsch hat's gemacht. Der Weg nach Eden ist offen für die Fate-Folgen. Für die, die Fate-Folgen, okay. Außenposten Boni. So. Sind wir jetzt wieder da, wo wir vorher waren? Oder müssen wir wieder zurücklaufen? Mhm. Den Außenposten hat man da wegen. LKW. Erstens sind wir jetzt verblisst. Ja. Und gehen nicht mehr. Ein Glaubensbeweis. Aha. Das war ein Glaubensbeweis? Fühlst du dich anders? Fühlst du dich lebendig? Ach nee, da muss ich... Der erste Schritt ist immer der unheimlichste. Kurz Karte kommen. Hier spricht Virgil Minkler. Alle, die eine Zuflucht suchen können zum Gefängnis von Hope... Hey, wir sind bei Hope kaum beim Gefängnis angekommen. Da müssen wir doch das Gefängnis machen. Gut, dann müssen wir den nochmal zurück. Hier spricht Virgil Minkler. Alle, die eine Zuflucht suchen können... Aber wir glauben alle. Oh, Karli, da drüben ist es. 230 Meter. Ja, ist gut. Nimm mal deinen Punkt weg von der Karte. Punkt habe ich auf der Karte einen Punkt. Dein Weg, ja, Wegpunkt, ja. Gut. Ja. So, dann wollen wir runter. Fernglas, warte mal. Können wir gucken im Fernglas? Oha. Da hätten wir mal Verbündete. 1, 2, 3, die sind doch genug. Die campen da wohl gerade, wa? Na, dann gehen wir doch mal runter. Ja, gehen wir doch mal runter. Gehen wir doch mal runter und tun das zu unseren Gunsten entscheiden, das Ding. Und dann mal aus der Kugel verpassen, ja?
denn gestorben? Hallo? Ist da draußen jemand? Hier ist Virgil Minkler aus dem Hope County Gefängnis. Wir brauchen Hilfe. Olaf, kannst du nicht abwarten? Der stürmt wieder nach vorne. Nein, ich sehe, ob ich da kann oder nicht. Keine Ahnung, wie viel Zeit uns noch bleibt. Geht ja zum Glück nicht auf Zeit, auch wenn man so die Hektik verbreitet wird, ne? Vom Spiel. Ja. Hey, bist du das, Rookie? Gott sei Dank, hilf uns hier mal. Der ist unser da oben. Ja, ja, da oben. Verletzter, ich brauche einen Sanitäter. Scheiße. Seine Waffe, Clint. Rookie. Mehr Munition. Da hast du uns den Hintern gerettet. Die werfen sich jetzt schon seit Tagen gegen diese Mauern. Und hör nicht auf. Das ist ein echtes Hornissennest. Du wachst auf der Straße. Oh. Verdammt. Sunny! Sunny! Rookie, ich brauche dich auf der Mauer. Und du meinst, dass ich auf die Mauer aufgehe? Dann gehe ich halt auf die Mauer. Gut, komm mal auf. Deckung! Oh Gott. Verteidigers Tor? Oh, was schießen denn die da hier? Richtung, Olaf, Richtung Hessel. Na Moment, ich muss den letzten muss ich jetzt zumindest erschießen. Ja, ist gut, Westseite. Ich schaffe ihn nach oben. Oh Mann. Ach, halt's Maul. Freund. Gut, der ist auch weg, gut. Chef gerade abgeschossen? Ja, ich beliebt ja schon wieder. Komm, komm, komm. Ihr Pennys kapiert es einfach nicht. Bleib du mal vorne. Ich geh mal, bleib mal hier an der Seite. Da fährt ein Tanker vor. Schalt ihn aus. Oh, Tanker. Hast gehört, oder? Ich helfe dir. Oh. Halt durch, Olaf. Ja, ja. Entweder kannst du mich wiederbeleben oder macht vielleicht einen von denen. Warte mal, warte, ich mach gleich. Ja, ja. Ich muss mich erst mal heilen. So, jetzt komme ich. Die mit den Schrotflinten, die hauen ganz schön rein, die Jungs. Ja, ja, ja. Gut, hinter dir. So. Ihr du Käse. Hey. Ich lasse dich nicht vor mir sterben. Das ist doch scheiße. Was war das? Das ist doch scheiße. Ja, ja. Scheiße, danke. Aua. Aber befreit oder was? Rogers, irgendwo ist ein Schweißgerät. Footy hat es, so let's hol es dir. Du bleibst bei mir. Fangt an, Schrott zu sammeln. Und wenn ihr dafür die Türen von den Zellen abreißen müsst, dann tut es. Und jetzt los, wir haben wenig Zeit.
Gibt's Probleme? Nein. Ein paar der Peggys wollten hier hoch. Die sind erledigt. Tür. Ist Tür. Nicht so ja. Schlimm. Das wird wieder. Nur immer draufdrücken. Weißt du, ich sollte letztes Jahr in Rente gehen. Hatte Angst, dass ich mich langweile. Ey, willst du uns vorstellen oder stehen wir hier nur rum und wackeln mit dem Arsch? Tracy! Ach, fick dich, Virgil, nicht heute. Ich hab's doch gesagt, vulgäre Ausdrücke sind ein Zeichen für, du trägst deinen Button nicht. Nein, ich trage ihn nicht. Ah, du trägst deinen Button nicht. Ich brauch einen Schadensbericht. Aber wir sind Cougars. Eigentlich nicht. Siehst du, ich trage meinen Button, der Sheriff trägt seinen Button, der Mann hier... Tut mir leid, wer ist das? Einer meiner Deputies. Ich dachte, deine Deputies wurden geschnappt. Der hier nicht. Er hat Edens Geld so richtig eingeheizt, habe ich gehört. Ist das so? Tja, ich hoffe, du willst dich hier einbringen. Wir brauchen keine Schnorrer. Tracy ist in Ordnung, sobald sie dich näher kennt. Und sie hat nicht ganz Unrecht. Es ist einiges zu tun hier. Hör dich einfach um. Schön, dass du hier bist, Rookie. Oh, jetzt kriegen wir auch einen Button. Schon besser. Ja, wir schauen uns mal hier ein bisschen um in der Krankenstation. Hier sitze ich, die Apokalypse. Schönen Tag. Deputy, geht mich zwar nichts an, aber lass dich mal von Virgil oder den anderen auf den neuesten Stand bringen. Die wissen, wo wir gebraucht werden. Wie läuft's denn so? Ich gehe mal da rein und gucke mal, vielleicht ist da was zu plündern. Na, hier im ersten Raum noch auch schon genug. Ich lese noch das Buch des Tierarztes. Das für den Proben hat meine Schlüssel eine Psychika nicht mehr gekriegt, sondern wenn sie die Welt gibt, ist es eine eigene Schlüssel. Moment hier, ich muss hier ab. Ich kann die Angels nicht heilen, aber vielleicht kann ich ihnen anderes helfen. Oder unsichtbar mehr Bogen und Wörter und Brief. Aber so. Wir sollten es uns hier wohl nicht zu gemütlich machen. Okay. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Na gut. Also, wenn zu lange dem Bliss ausgesetzt wird, was. Danke, dass du doof. Bist du doof. Ja. Dann ist es nicht mehr heilbar. Aha, gut. Keine Waffen? Keine Waffen. Keine Waffen. Was du auch tust, lass dich nicht auf Faith Bullshit ein. Jo.